Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Blattgrün Randomizers Color Lock Challenge hier in Orania City. Wir werden hier jetzt die Arena betreten und wir haben ja jetzt zwei neue Teammitglieder. Wir schauen uns sie mal ganz kurz an, denn ich habe sie ein bisschen gelevelt. Einmal den lieben Enharmonia, das Carpador und Kryzen, das Flummel, welche beide noch nicht in der blauen Farbfamilie sind, aber wenn sie sich entwickeln, werden sie in der blauen Farbfamilie sein. Und Tim ist weiterhin auf Level 34, den ich jetzt erstmal nicht weiter trainieren möchte. Ich möchte wirklich nicht irgendwie jetzt total overleveled sein, weil ich möchte auch nicht durchrunnen. Es soll eine Challenge sein und kein Solo-Run. Und deswegen werde ich mich darauf konzentrieren, ihn nur im Notfall reinzuwechseln, beziehungsweise jetzt in Kämpfen wie jetzt hier in der Arena, werde ich es wahrscheinlich machen müssen. Naja, okay. Auf jeden Fall fange ich dann auch mal direkt an, denn ich habe ja noch ein paar Fragen aus dem letzten Part, die offen stehen. Denn ich habe ja angefangen mit den Fragen von Enharmonia und habe hier noch drei Fragen. Und ich werde auch gleich mal damit starten. Die erste dieser drei Fragen ist: Warst du schon mal auf der Gamescom? Und ich kann sagen, dass ich noch nie auf der Gamescom war. Ja. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht auf die Gamescom gehen. Das Problem ist, dass ich dann genau im Urlaub bin, wenn die Gamescom ist, weswegen ich das nicht machen werde. Und ja, so ist das. Also nicht auf der Gamescom. Also ich war noch nie da und werde wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht da hingehen. Nächstes Jahr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nächste Frage: Hast du eine Freundin bzw. einen Freund? Habe ich jetzt auch schon zweimal, glaube ich, beantwortet. Nein, ich habe keine Freundin und ich bin auch nicht homosexuell und habe dementsprechend auch keinen Freund. Nächste und auch letzte Frage von ihm: Wie würdest du gerne heißen, wenn du ein Mensch wärst? Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht einfach kein Mensch, danke, danke, danke. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, was du mit dieser Frage anziehen möchtest. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, also lasse ich das einfach mal. Okay, das war's dann mit den Fragen von Enharmonia. Danke für die Fragen. Und dann kommen wir zu ein paar Fragen vom lieben Kryzen. Und zuallererst muss man sagen, er hat mir ein paar Fragen in den Kommentaren gestellt, aber schon ein bis zwei Monate zuvor hatte er mir ein paar Fragen über Skype geschickt, also privat. Denn ich hatte damals nach ein paar Fragen gefragt, weil ich eigentlich ein komplett anderes Projekt vorhatte aufzunehmen. Und das ist dann noch nicht zustande gekommen und dann habe ich die Fragen auch nicht mehr beantwortet gehabt und ich habe, glaube ich, gerade eben aus Versehen ein bisschen gespeedet, aber egal. Ja, und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, das zu beantworten, leider, leider, und möchte das jetzt hier nachholen. Die Fragen sind jetzt auch schon drei Monate oder so her, aber das ist jetzt kein Problem, weil man kann die auf jeden Fall beantworten. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt mit der ersten Frage von ihm, die er mir über Skype gestellt hat. Die erste Frage heißt: Wenn du die Möglichkeit hättest, in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen, für was würdest du dich entscheiden und was würdest du tun? Ist eine sehr gute Frage. Ist halt nur die Frage, man könnte eigentlich alles machen. Also, würde ich irgendein Ereignis stoppen können aus der Vergangenheit, dann würde ich auf jeden Fall sehr viele Ereignisse stoppen, zum Beispiel sowas wie die Weltkriege, aber sowas kann man halt auch nicht. Selbst wenn ich jetzt in die Vergangenheit reisen könnte, ich könnte nicht einfach mal so den Weltkrieg stoppen. Selbst wenn man die Menschen tötet, sage ich mal, die dafür verantwortlich sind. Es gibt immer Leute, die auch das gleiche Denken haben und die dann sowas vorantreiben werden. Weil man denkt, man sagt ja immer, ja, die Person ist schuld an dem und dem. Und wenn aber eine Person so etwas Großes bewirkt, dann ist es nicht nur die einzelne Person, sondern es sind auch viele Leute dahinter, die genau das gleiche denken. Und ja. Vor allem zur Zeit des Nationalsozialismus kann man aber auch sagen, dass es natürlich auch vor allem die Reden und so weiter waren, die sie dazu beeinflusst haben. Aber natürlich auch die Lage, weil sie gedacht haben, ja, wir bekommen halt kaum Geld, bla bla bla, Steuern sind hoch, wir bekommen keine Versicherung, Rente und so weiter. Das war halt damals so. Naja, ich möchte jetzt auch nicht zu weit da rein driften und ich komme die ganze Zeit gegen meinen Schreibtisch. Ich hoffe, man hört das nicht, das ist schlimm. Mein Stuhl eckt immer dagegen an. Okay, ja, in die Zukunft, vielleicht um die Technik zu erfahren, also zu sehen, die man in der Zukunft hat. Und vielleicht an die Leute, die jetzt sich gerade fragen, wieso ich Tim dann immer einwechsel. Wie gesagt, ich traue meinem Kryzen und meinem Carpador das Recht nicht zu, hier die Arena zu machen. Deswegen mache ich das halt gerade mit Tim, aber ich wechsle es ja immer wieder ein. Naja, okay. Nächste Frage, also ich hoffe, ich habe es damit beantwortet. Ich kann nichts Spezifisches sagen, weil, also wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, um wirklich etwas zu bewirken, dann würde ich logischerweise,
versuchen, ganz schlimme Dinge zu stoppen. Und Zukunft ganz klar um die, ja, also was ist ganz klar, also um irgendwie die Technik zu sehen, die es da geben wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was man in der Zukunft erfahren könnte. Weiß ich nicht. Was würde ich tun? Was würde ich in der Zukunft tun? Auf einem Hoverboard schlittern, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gleiten, keine Ahnung. Zweite Frage, gibt es ein Videospiel bzw. eine Videospielfigur, die dich inspiriert hat oder auch geprägt hat? Hat es dein Leben beeinflusst? Gute Frage auch. Und ich muss sagen, Mario zum Beispiel ist eine Videospielfigur, die mich, ja, inspiriert kann man nicht sagen, aber sie hat mich geprägt, sie hat mich definitiv geprägt, was das angeht, weil, ja, Mario war eines meiner ersten Spiele, nee, es war sogar mein erstes Spiel, Super Mario Land 2 für den Game Boy Color, danach kam Pokémon Blau, später Super Mario 64, hat mich wirklich sehr, sehr geprägt im Allgemeinen. Und sonst, ja, keine Ahnung. Aber es ist gerade schwer mit dem Hebel, ich versuch's einfach mal. Naja, auf jeden Fall. Aber inspiriert. Inspiriert, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also geprägt hat mich ja sowieso alle Spiele, die ich spiele auf YouTube, das hat mich auch schon geprägt. Weil das Let's Play an sich prägt mich ja. Und ja, sonst, ich weiß es wirklich nicht. Aber, warte mal. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt wegen den Schaltern, weil ich es einfach nicht finde. Also ich habe es ja zweimal bisher gefunden, aber ich bekomme nie den zweiten davon. Das ist ein bisschen nervig bei diesem Rätsel. Da habe ich als Kind so verzweifelt. Ich hoffe einfach mal, dass ich das irgendwie hinbekomme. Okay, jetzt muss ich Glück haben. Glück haben. Machen wir mal rechts. Ah, oh, komm schon. Na, okay, weiter geht's. Die nächste Frage. Was halten deine Freunde bzw. Umfeld davon, dass du YouTube betreibst? Hast du schon negative und oder positive Erfahrungen gemacht? Also, in meinem Umfeld wissen es wirklich nur zwei Freunde. Mehr sollen es auch nicht wissen. Also von meinen Freunden soll es wirklich einfach... Ich bin einfach kein Fan davon, wenn Leute, die ich kenne, meine Videos schauen. Das ist so komisch. Also, ich habe es nur zwei Leuten anvertraut, die ich wirklich vertraue. Und deswegen, ja... Das finde ich jetzt nicht allzu schlimm, aber ich finde es auch schon wieder komisch, wenn sie die Videos schauen würden. Und zum Beispiel hat einer mal gesagt, ja, ich habe mir mal das eine Video angeschaut. Und das war halt auch schon so für mich komisch. Das ist ein komisches Gefühl. Kann man sich vielleicht gar nicht so unbedingt als Zuschauer vorstellen. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr in der Lage so seid. Also wie ihr das nachvollziehen könnt. Aber so für mich als Let's Player ist das komisch. Es gibt Leute, die das groß an die Decke hängen, die beziehungsweise einfach, da weiß das einfach jeder. Und ja, die haben halt nichts dagegen, aber ich bin nicht so der Fan davon. Ja, gut, habe ich das beantwortet, hoffentlich. Und Endivia, ich hoffe mal, dass es... Ja, okay, Rasierblatt sollte aber nicht zu viel Damage machen, wir sind auf Level 35, ich hoffe mal. Ja, okay, perfekt. Was halten... das war ja die Frage. Vierte Frage, könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Wenn es von heute auf morgen weg wäre, wie würde sich dein Leben verändern? Auch eine super tolle Frage, also wirklich sehr schöne Fragen von dir. Vielen Dank erstmal, aber es ist echt schwer, weil mittlerweile ist das Internet einfach so ein großer Bestandteil von YouTube, von YouTube. Oh Mann, ey. Das Internet ist so ein großer Bestandteil von mir. Ich glaube, man könnte trotzdem noch leben. Ich glaube es, ich weiß es nicht, ne Scherz. Also ich bin mir sicher, man kann auch ohne Internet leben. Ich hatte auch schon, in meinem Urlaub, hatte ich zum Beispiel letztes Jahr fast gar kein Internet, vorletztes Jahr hatte ich wirklich gar kein Internet, da war ich, obwohl ich war zweimal bei jemandem, um kurz mal zu schauen, was so los ist, und da war ich auch schon so YouTube fixiert und so weiter, aber hab noch nicht Let's Played, war das vor 3 Jahren? Ich weiß gar nicht, egal, auf jeden Fall, ja, also man kann ohne Internet leben, ich kann es mir vorstellen, und alter Gengar, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, so ist es nicht, aber... Wie würde es mich verändern? Also wie würde es meinen Alltag beeinflussen? Ich hätte viel mehr Freizeit. Das ist ja auch alles Freizeit. Ich wüsste aber nicht, was ich jetzt dann anfangen sollte, weil wenn man ein Hobby mehrere Jahre macht und dann auf einmal das Hobby wegfällt, dann fühlt man sich so, als hätte man wirklich einen Teil verloren und dass man auf einmal sehr viel Zeit hat, weil YouTube beansprucht sehr viel Zeit, aber es ist nicht so, dass ich nicht damit klarkomme, sondern ich mache das alles wirklich sehr gerne und hätte ich dafür keine Zeit für YouTube, würde ich es auch lassen, aber glücklicherweise schaffe ich das auch, alles unter einen Hut zu bekommen und ja, das ist gut, aber
Es würde auf jeden Fall mein Leben schon verändern. Es würde auf jeden Fall was fehlen. Das kann man so sagen. Okay, gut. Fünfte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, in einer Videospielwelt zu leben, welche wäre es? Gute Frage, auch wieder. Aber das ist so. Ich möchte eigentlich gar nicht in der Videospielwelt leben. Hyrule ist mir mit zu vielen Monstern und zu vielen Prinzessinnen, die weg sind und von einem Held gesucht werden. Was laber ich da gerade? Also, die entführt werden, das meine ich, das Wort. Joa, sonst, wen gibt es noch? Welche Welten? Das Mario-Universum, also Pilzkönigreich, ganz klar. Super ist das? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was für ein Videospiel-Universum würde ich gerne leben? In welchem? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne auch nicht so viele Videospielwelten. Also, ich weiß es nicht. Ich würde einfach in der normalen Welt bleiben. Hast du besondere Fähigkeiten oder Eigenschaften, die dich auszeichnen? Boah. Gute Frage. Ich kann sowas nie selber einschätzen. Auf YouTube bezogen würde ich sagen, ich bin kein schlechter Photoshop-Designer und Aquaknarre, bitte besiegt mich nicht. Okay, gut. Aber wirklich Fähigkeiten, ich weiß es echt nicht. Ich kann sowas nicht Eigenschaften oder Fähigkeiten, die mich selbst auszeichnen. Keine Ahnung. Ich kann das einfach nie so sagen über mich selbst, irgendwas Positives. Das hört sich dumm an, ne? Ich bin aber niemand, der jetzt so sagt, ja, ich bin in dem und dem gut. Aber ich kann auch schwer sagen, ich bin in dem und dem schlecht. Das heißt aber nicht, dass ich habe viele schlechte Eigenschaften. Jeder Mensch hat schlechte Eigenschaften. Wobei, ein paar schlechte Eigenschaften würden mir sogar jetzt einfallen. Aber gute Eigenschaften oder die mich auszeichnen, ich weiß es nicht. Es ist schwer. Eine Eigenschaft, die mich auszeichnet, ich kann mich selber nicht in Worte fassen. Das ist immer eine gute Eigenschaft. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sorry, ich bin echt schwer manchmal beim Fragen beantworten. Schwer vor allem. Ich bin schlecht beim Fragen beantworten. Aber wird schon, ne? Hast du schon mal daran gedacht, eventuell irgendwann von deinem Hobby YouTube leben zu können? Ist es vielleicht ein Ziel von dir? Ich habe heute nebenbei wirklich darüber nachgedacht, auch mal, was würde ich selber, also wenn ich die Möglichkeit dazu habe, würde ich selber diese Möglichkeit ergreifen, aus meinem Hobby YouTube meinen Beruf zu machen. Alter Finale, bitte stirb jetzt nicht. Okay, super. Und ich habe darüber mal wirklich drüber nachgedacht. Und egal was passiert, also ich würde niemals YouTube, also für YouTube meine komplette Zeit investieren und alles andere schleifen lassen. Also ich würde niemals, sagen wir mal, ich bin jetzt Studierender und jetzt habe ich auf einmal so eine krasse Reichweite und würde so viel Geld damit verdienen, sodass ich eigentlich nie wieder studieren, also nie wieder einen Beruf ausüben muss. So, sagen wir mal so, ne? Dann, ich würde trotzdem weiter studieren, weil YouTube ist auch so eine unsichere Sache. Das ist das eine Problem. Und das andere, ich möchte auch einen richtigen Beruf ausüben, auch wenn es Spaß bringt. Ich möchte, dass mein Hobby ein Hobby bleibt. Was natürlich cool wäre, ich möchte nicht darauf hinarbeiten oder so. Aber wenn man zum Beispiel studiert, dass man dann nicht extra Geld, also dass man extra arbeiten muss, nochmal einen kleinen Job haben muss, sondern davon, also von YouTube leben könnte, so man, also die Wohnung bezahlen könnte oder so weiter. Aber darauf möchte ich auch gar nicht, ja, also hinarbeiten. Aber an und für sich würde ich jetzt nichts dagegen haben, es wäre natürlich eine coole Sache, aber ich möchte halt nicht mein Leben lang von YouTube leben. Und ist auch die Frage, ob YouTube so lange, ja, lebt. Mal schauen. Aber ich würde mein Hobby niemals zum Beruf machen, glaube ich nicht. Also ist natürlich eine coole Sache, davon Geld zu verdienen, deswegen die Leute, die es gemacht haben, ist natürlich toll für sie, aber für mich wäre es, glaube ich, nichts. Ja. Genau, okay, also von einem Hobby, das steht ja auch nicht richtig, Hobby zum Beruf machen, sondern leben zu können. Also ist wirklich kein Ziel von mir, aber es wäre natürlich eine coole Sache. Wer würde sich nicht darüber freuen? Okay, nächste Frage. Glaubst du, dass man heutzutage einen Lucky Punch braucht, um auf YouTube größeren Erfolg zu haben? Ich persönlich kenne einige, die wirklich gut sind, aber nicht entdeckt werden. Also, was auf YouTube mittlerweile einfach so ist, du brauchst auch ein wenig Glück. Upsala. Du brauchst ein bisschen Glück und dann kommt dann so ein kleiner Schub und wenn du dann auch noch mal Glück hast mit bestimmten Leuten dich ja also zu treffen, sage ich mal. Also es ist so, mittlerweile brauchst du
vielleicht auch einen kleinen Anschub von anderen, aber nicht in dem Sinn, ja, ich gehe jetzt zu jemand anderem und sag mal, Alter, ich bin gut, lass mal zusammen was aufnehmen, sondern du hast eine bestimmte Größe und du wächst, aber um wirklich richtig groß zu werden, da braucht es immer wirklich diesen Minischub und der stupst dich dann an und dann läuft meistens alles von alleine, wenn du jetzt schon erfolgreich bist. Also ich meine jetzt die Personen, die jetzt gerade erfolgreich sind oder in kurzer Zeit erfolgreich, in Anführungszeichen, geworden sind. Die hatten am Anfang vielleicht schon eine gute Qualität und so weiter. Es lief alles bei denen sehr gut, alles schön. Aber dennoch war es jetzt kein krasser Zuwachs, sodass sie jetzt sehr schnell erfolgreich werden können. Und das wäre wahrscheinlich lange bis dahin gekommen. Und dann haben sie halt mit anderen Leuten was gemacht, aber nicht nur, oh, ich möchte Abos abgreifen, sondern wirklich, man versteht sich dann und dann haben sie was zusammen gemacht und das war dann der erste Schub und dadurch hat sich das dann alles entwickelt. Würde ich jetzt so bei den Leuten sagen, die jetzt erfolgreich geworden sind in kurzer Zeit, gibt es ja doch ein paar Beispiele, also wirklich erfolgreich, ich meine jetzt nicht nur ein paar tausend Abos oder so, sondern auch wirklich von der Reichweite und so weiter, gibt es ja ein paar Beispiele. Und dennoch, man braucht auch wirklich diese Lucky Punch. Also, das Problem ist, es gibt so viele talentierte YouTuber und die werden halt einfach nicht gefunden, weil es gibt so viele andere große YouTuber, die vom Algorithmus von YouTube bevorzugt werden und dementsprechend ist es sehr, sehr schwer. Man braucht halt auch irgendwas Originelles, was einen auszeichnet und ja, dann kann man es schaffen, aber sonst, ja, wird es schwer. Nächste Frage, das ist eine Frage, die ist halt sehr, sehr alt. Und das passt halt eigentlich nicht mehr. Deswegen werde ich sie auch, glaube ich, nur vorlesen, aber ich werde sie nicht beantworten, weil es ist klar. Was müsste in Oras erhalten sein, dass das Spiel für dich schlecht wird? Klar, kommt es bald raus, bisschen Schluck auf. Und viel wurde geleakt, aber trotzdem würde mich deine Meinung dazu interessieren. Ja, also, ist jetzt gerade so ein bisschen zu spät, aber dennoch kann man eigentlich mal ganz kurz das anschneiden, weil Oras könnte natürlich ein schlechtes Spiel geworden, Wesen, gedönt sein. Ich habe das gerade voll dumm ausgedrückt, egal. Also, er meint natürlich, wie hätte Oras schlecht sein können? Und das ist eine gute Frage. Und für mich ist es, glaube ich, sehr schwer, dass Oras, ja, schlecht gemacht wird. Egal, ob es an der Umsetzung hapert oder so und so weiter. Weil Oras einfach für mich schon von Anfang an feststand, es wird ein sehr, sehr gutes Spiel, denn ich liebe die normalen Spiele, die Remakes. Also die normalen Spiele und denk mal, dass ich die Remakes auch lieben werde, wenn sie nicht große Sachen verändern. Also wirklich irgendwas, was damals halt super toll war. Und hätten sie halt große Sachen verändert, die wirklich negativ gewesen wären, also, ja, was, keine Ahnung, die Soundtracks total verändert und was weiß ich was, also kein Remixe, was sie sowieso nicht machen, ist ganz klar, aber so hätten sie es vielleicht das Spiel schlechter machen können. Und alles total verändert, also sie haben gute Sachen dazu gedichtet, das finde ich auch gut so und ja, sie haben es nicht schlecht gemacht, aber sonst wüsste ich jetzt nichts weiteres, wie man es hätte schlecht machen können. So, ich weiß gerade nicht, habe ich jetzt schon im Gras jemanden angetroffen, ein Pokémon, weil dann könnte ich jetzt gleich jemanden fangen oder mache ich das im nächsten Part? Ich glaube, ich mache das im nächsten Part. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht gemacht. Okay, ja, ich mache das jetzt gleich. Moment mal, habe ich hier irgendwie ein Heil-Item? Also Trank natürlich, aber habe ich irgendein Heil-Item zum Schlaf? Ah, schwarze Flöte natürlich. Kannst du bitte... Ja, kannst du nicht eine schwarze Flöte, die gläserne Flöte... Aha, okay, dann habe ich falsch gelesen. Okay, das ist nicht die blaue Flöte. Ja, dann gebe ich ihm jetzt erstmal einen Trank. Okay, das war's dann von den Fragen, die er mir über Skype geschrieben hat. Dann kann ich auch nochmal ein bisschen die Fragen anschneiden, die er mir unter YouTube geschrieben hat. Unter YouTube, Alter! Gutes Deutsch! Super, ich weiß gar nicht, was ich erzähle, weil ich habe halt rechts neben mir die Fragen und ich konzentriere mich halt deswegen nicht so sehr darauf, was ich sage. Das ist so dann ein bisschen verwirrend, wenn ich dann die Fragen mir durchlese. Ich schaue halt auch nicht wirklich auf den Screen, aber das wird schon. Und Leute, muss mal ein bisschen hier mit dem Stuhl weiter nach oben gehen. Ich werde mir auch demnächst mal ein paar Leute dazu holen. Ist dann ein bisschen leichter mit den Fragen, aber okay. Also, die erste Frage von den Kommentaren von Cryzen sind: Wie sehr hat sich deiner Ansicht nach Pokémon verändert? Bist du eher Fan von den neuen Spielen oder lieber von den älteren? Ich muss sagen, bei den älteren Spielen ist es natürlich ein großer nostalgischer Effekt, der da immer auf mich hereinprasselt. Vor allem bei Rot und Blau. Und natürlich auch bei Saphir, ganz klar, aber jetzt, das macht es für mich ein gutes Spiel.
Aber wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, muss man sagen, es ist kein gutes Spiel. Also was heißt, es ist kein gutes Spiel? Es ist kein total krasses Spiel, auch qualitativ auf keinem so hohen Standard wie die heutigen Spiele. Aber natürlich für damalige Verhältnisse sehr, sehr gut. Und ja, auch für mich durch die Nostalgie sehr, sehr schön. Aber wenn man das objektiv betrachten würde, dann müsste man natürlich sagen, dass die neuen Spiele besser sind. Und da die Frage ist, bist du eher ein Fan von den neuen Spielen? Also ich muss so sagen, Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2, also Schwarz-Weiß Reinfall, Schwarz-Weiß 2 eine kleine Besserung. Turtok, yay. Und dann neue Spiele wie Oras und X und Y, sehr toll. Oras auf jeden Fall. X und Y war schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Aber, ja doch, ich würde... Oras hat fast sogar schon Saphir vom ersten Platz gelöst. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube schon. Ist Blutzug in der Farbfamilie? Ich muss gerade mal schauen. Blutzug, bist du in der Farbfamilie? Blutzug, Blutzug, Blutzug. Du bist nicht in der Farbfamilie, oder? Sehe ich das richtig? Ich habe gerade auch, ich muss das einmal ein bisschen nach oben scrollen, merke ich gerade. So. Blutzug, du bist wahrscheinlich nicht in der Farbfamilie, aber die Weiterentwicklung Omod ist wahrscheinlich auch nicht. Hat es eine Vorentwicklung? Ich glaube auch nicht. Also, war es das auf jeden Fall mit Blutzug. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon jemanden encountert habe. Habe ich überhaupt schon hier jemanden gesehen? Ich weiß nicht. Ja, okay, ich mache jetzt noch den Trainerkampf und werde dann mal den Part im Nachhinein anschauen, ob ich hier noch einen Pokémon überhaupt fangen kann. Ich meine, ob, also wie oft ich jetzt hier noch fangen darf oder den Versuch habe, einen zu sehen, weil ich habe ja die Regel verändert. Ja, okay, dann machen wir noch mal eine Frage. Wobei, was habe ich jetzt alles gesagt? Also, ich muss sagen, ich finde Oras super und es ist echt schwer, mich zwischen Saphir und Oras zu entscheiden, aber ich glaube, Oras ist ein Tick weiter vorne. Und vom Nostalgie-Effekt ist natürlich Saphir um einiges besser. Also für mich das beste Spiel, meine ich natürlich. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, die letzte Frage, die wir heute noch machen, ist: Wie sehr hat sich dein Leben durch YouTube verändert? Was gefällt dir am meisten oder und was stört dich? Auch eine gute Frage. Wie sehr hat... es hat sich schon sehr verändert. Also zeittechnisch investiere ich sehr viel in YouTube. Und ja, man kommt halt von der Schule und macht direkt seinen PC an und ja, ruft halt YouTube auf. Und irgendwie, das hat schon so meinen Alltag an sich beeinflusst. Und an sich gefällt mir das, also mir gefällt das wirklich, wie es auf YouTube ist und so weiter. Aber mich stören natürlich auch Dinge. Es gibt immer Dinge, die negativ sind, dass man irgendwie auch so teilweise einen Zwang hat, auf YouTube zu sein oder im Internet im Allgemeinen. Man kommt einfach nach Hause und geht eigentlich fast immer an den PC und irgendwie vermisst man auch die Zeiten, wo man halt nicht so daran gebunden war. Keine Ahnung, es ist aber auch schwer mittlerweile nicht davon, also ja, davon loszukommen, weil auch mal eine Pause braucht man und deswegen freue ich mich auch immer auf die Ferien. Zum einen bin ich dann traurig, weil ich dann halt nicht auf YouTube sein kann und dann halt die Sachen verpasse, die dann kommen. Aber an und für sich sollte man auch irgendwie eine gesunde Mischung finden, sodass man nicht zu viel Zeit mit YouTube verbringt. Und ja, auch ein bisschen mehr das reale Leben. Ja, wie heißt das? Das reale Leben sich da einfindet. Keine Ahnung, mir fällt da gerade kein passendes Wort für ein. Aber, also das stört mich, das ist einfach diese Gebundenheit an YouTube teilweise. Also ist jetzt nicht extrem krass bei mir, aber dennoch, auch zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist, man hat halt irgendwie das Verlangen, die Sachen nicht zu verpassen. Was auch irgendwie schade ist, weil es ist halt Urlaub, ne? Man sollte sich da auch mal auf was anderes konzentrieren. Wobei YouTube ja ein Hobby ist, also kann man das auch im Urlaub betreiben. Ist ja auch kein Ding. Egal, Leute, ich beende dann hier das Video. Ich hoffe, euch hat sehr viel Spaß bereitet. Heute mal ein etwas längerer Part. Im nächsten Part werden wir uns dann hier wahrscheinlich noch ein Pokémon fangen auf Route 11 und weiterhin die Fragen von Chryzen und ein paar anderen beantworten. Bis zum nächsten Mal und ciao!